1944. Über Deutschland tobt der Bombenkrieg. Die deutsche Wehrmacht befindet sich an fast allen Fronten auf dem Rückzug. Zur Abwehr einer westalliierten Invasion lässt Hitler die Küsten von Norwegen bis Spanien befestigen. An der Küste der Normandie erwarten nur wenige deutsche Militärs eine Landung. Sie ist schroff und steil. Im Frühjahr 1944 fühlen sich die Soldaten in diesem Abschnitt noch sicher. Doch am 6. Juni beginnt genau hier die Invasion zur Befreiung Europas. Sie nennen es D-Day. Eine gewaltige Armada, 185.000 Mann, sollen die Stellungen an der Küste stürmen. Ich habe in diesem Moment geglaubt, dass die ganze Welt sich gegen uns aufgestellt hat. Der Sturm auf Hitlers Festung Europa beginnt. Das ist wie eine Hölle. Da bleiben sie still liegen und warten. Ergeben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, auf das Ende oder darauf, dass es sie trifft. Das gilt auch für die Landungstruppen. An manchen Strandabschnitten können sie nur schwer Fuß fassen, sind dort schutzlos dem Maschinengewehrfeuer der deutschen Soldaten ausgeliefert. Das war ja ein Gemetzel, was wir gerichtet haben. War ein richtig Gemetzel. Die waren ja nicht in Deckung. Und unsere Dinger, die standen ja alle schön in Deckung, ne? Waren arme Leute da unten. Ich stand bis zum Hals in blutrotem Wasser. Ich war damals nur 1,60 groß. Mein Gewehr über dem Kopf. Am US-Landeabschnitt Omaha Beach toben die heftigsten Kämpfe. Man denkt nicht daran, dass man dem anderen Leid antut oder dass man jemanden tötet, sondern man schießt. Um des eigenen Überlebens willen schießt man. Ununterbrochen. Tausende Soldaten fallen allein an diesem Abschnitt binnen kürzester Zeit. Stunden dauert das Gefecht. Erst dann gelingt es, die deutschen Stellungen zu durchbrechen, damit weitere Truppen gefahrlos landen können. Die Alliierten errichten auf einer Länge von 60 Kilometern mehrere Brückenköpfe. Rund 200.000 Soldaten gehen an Land. Die alliierte Landung ist geglückt. Ein wichtiger Schritt zur Befreiung Europas. Doch Hitler will sich nicht geschlagen geben. Eine Gegenoffensive soll den alliierten Vormarsch im Winter 1944 stoppen. Dafür lässt er Panzerverbände und Divisionen von der Ostfront nach Westen verlegen. In den Ardennen will er die Wende herbeiführen. Mitte Dezember 1944 beginnt der deutsche Gegenangriff. Er kommt für die Gegner überraschend. Doch am Ende entscheidet die Luftüberlegenheit der Westalliierten. Ihr Vormarsch wird nur kurz unterbrochen, unter hohen Verlusten auf beiden Seiten. Das war nachher, nach meinem Gefühl, ein Kampf mit Taschenmesser gegen Panzer. War sinnlos. Bald nach der Jahreswende beginnt Anfang 1945 die sowjetische Offensive im Osten. Von allen Seiten wird Hitler-Deutschland eingekreist. Auch die Schlacht in den Ardennen wird zum Symbol für die sinnlosen Opfer in einem längst verlorenen Krieg.